Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind erstmal eine Weile unter uns hier im Radio bei 1Live und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50 oder ihr könnt mir auch mailen unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heißt Nadine. Hallo Nadine. Hallo. 17 Jahre alt. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um das Thema Selbstmord. Ja. Und zwar Anfang des Jahres einen Selbstmordversuch hinter mir. Ja. Es mir damals ziemlich schlecht ging, weil meine Mutter im Februar gestorben ist. Ja. Und ich dann halt mit meinem Vater zu Hause allein war und meiner Schwester. Und meine Schwester war halt so gut wie nie da. Die war mit der Uni beschäftigt und mit meinem Vater kam ich überhaupt nicht klar. Ja. Aber noch nie. Also der hat mich halt immer fertig gemacht und wir haben uns immer gestritten und war halt auch ziemlich grob zu mir. Und ich habe das einfach nicht verkraftet, dass meine Mutter halt, damals war sie dann einen Monat lang, also war sie den ersten Monat gestorben. Mhm. Und das habe ich nicht verkraftet. Und dann habe ich mir irgendwann von einer Freundin, von deren Mutter, Schlaftabletten geklaut, für die Stärke. Und dann war ich bei irgendwie so einer Party von einem Freund und das war einfach alles unmöglich. Und dann bin ich irgendwann rausgegangen und habe halt diese Schlaftabletten genommen und dann ist mir ein Freund hinterhergegangen und hat mich halt dazu gebracht, das auszukotzen. Ah ja. Und dadurch habe ich das dann halt... Also es hatte jemand mitbekommen, dass du das gemacht hast? Nee, der hat nur mitbekommen, dass ich halt den Abend lang ziemlich komisch und abweisend war und eigentlich nur still da saß. Ja. Und hat sich dann Sorgen gemacht und ist dann hinter mir hergekommen. Und hat das dann halt, hat dann die Tablettenschachtel neben mir liegen sehen. Ach so, und hat er das kombiniert? Mhm. Ja. Ja. Das heißt, er hat dir vielleicht das Leben gerettet, ne? Vielleicht. Ja, hat er auf jeden Fall. Mhm, ja. War das so viel, dass du hättest dran sterben können, wenn... Ja. Ja. Also er hat danach auch einen Notarzt gerufen und... Ja, der hat das dann halt gesagt, dass ich ansonsten gestorben wäre. Ja, ja. Vor allem, weil ich halt auch ziemlich entkräftet war, weil ich zusätzlich noch Bulimie habe. Ja. Und, ja. Ja, das war eine schwere Zeit und eine große Krise wahrscheinlich für dich und dein Leben. Wie denkst du heute darüber, dass du das gemacht hast? Ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ich mich jemals umbringen würde. Ja. Also ich habe danach jetzt auch Therapie gemacht und, bin inzwischen bei meinem Vater ausgezogen, verstehe mich inzwischen auch gut mit ihm. Mhm. Und das mit der Bulimie kriege ich auch langsam in den Griff. Und ich könnte mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Und gestern war ja auch diese Anruferin da, die Nadja hieß sie, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Und sie hat ja irgendwie gesagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass irgendwie eine Therapie noch was bringen kann und so. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde, sie sollte es auf jeden Fall weiter versuchen, weil ich habe auch nicht geglaubt, dass mir da noch irgendjemand raushelfen kann. Wie kam das denn bei dir? Wie hast du dich dazu, hat man dich dazu gedrängt, dass du in eine Therapie gehst? Oder hast du von dir aus gesagt, nee, es muss etwas geschehen? Zum Teil war es halt einfach, dass meine Freunde gesagt haben, Mensch, dir muss geholfen werden. Wir wollen nicht, dass du dich irgendwann wirklich umbringst. Mhm. Und dass ich mir dann einfach gedacht habe, das kannst du nicht machen. Irgendwas muss geschehen. Und ja, dann... ging es. Und diese Therapie hat dir dann auch sehr auf die Beine geholfen, sodass sich grundsätzlich wirklich etwas geändert hat in deinem Leben und auch so in deiner Meinung, dass du sagst, bloß nicht das Leben wegwerfen, sondern alles für alles Mögliche versuchen, was irgendwie drin ist. Ja. Auf jeden Fall. Ja, es ist schön, dass du das sagst und dass du auch angerufen hast und durchgekommen bist. Ja. Ich glaube, dass jemand, der das selbst hinter sich hat, immer viel glaubwürdiger ist noch, wenn er das sagt, als wenn ich ja jetzt kluge Ratschläge gebe. Oder, ja. Ne? Weil du weißt ja wirklich, von was du sprichst. Ne? Ja, und ich hoffe halt, wenn Leute jetzt zuhören, dass die sich so schnell wie möglich irgendwie bei einer Therapie melden, weil ich weiß nicht. Also,
Ich bin froh, dass es dir besser geht, viel besser geht und dass du auch so ein positives Denken über das Leben hast. Und schön, dass du es hast sagen können. Ja. Alles Liebe weiterhin, Nadine. Ja, danke. Tschüss. Und alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wir müssen jetzt mal ein paar Sekunden oder eine Minute so Musik machen, weil wir ein kleines technisches Problem hier haben. Kleine Pause. So, meine Lieben, Problem gelöst, ruckzuck geht das hier bei uns und es kann auch weitergehen, 0800 nochmal, die Telefonnummer 0800 220 5050 und hier ist Gabi und Gabi ist 43 Jahre alt. Hallo Gabi. Hallo Gabi, hallo. Ich habe große Probleme. Ja. Und zwar praktisch gleich zwei. Nämlich? Ich bin einmal manisch-depressiv. Ja. Und bin Messi. Ein Messi. Jemand, der ganz viel Sachen um sich herum hat und sich von nichts trennen kann. Genau. Und vermüllt unter Umständen. Genau. Ne, man muss das mal ein bisschen erklären. Das ist so ein Wort, glaube ich, das wissen noch gar nicht alle Leute, wie das heißt, was das bedeutet. Ja, man scheut sich auch darüber zu reden, ne? Ja, klar. Das kann ich mir gut vorstellen. Lassen wir vorab mal über die Erkrankung sprechen. Du sagst, du bist manisch-depressiv. Damit ist ja nicht zu spaßen. Das ist ja nun wirklich eine schwere seelische Erkrankung. Ja. Bist du in einer Betreuung, in einer Behandlung? Ich bin seit 1999 in Behandlung. Bei einem Psychiater? Bei einem Psychologen, ja. Ja. Und war heute da und er sagte mir also heute wieder, dass es nicht heilbar ist, weil es eine Stoffwechselfunktionsstörung vom Gehirn wäre und wäre daher nicht heilbar. Ja, kann man es denn, wenn man es schon nicht heilen kann, kann man es denn behandeln in dem Sinne, dass es erträglicher für dich wird? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Ich habe schon so viel ausprobiert und das ist ja auch mein Problem. Mhm. Ich war schon in Kliniken, ich war in Kurkliniken, ich war in psychiatrischen Kliniken, habe mehrere Medikamente ausprobiert und es wird nicht besser. Es kommen immer Dinge im normalen Leben auf mich zu und die werfen mich dann jedes Mal wieder um. Manisch-depressiv bedeutet, dass du in Intervallen das Gefühl hast, ganz tief unten zu sein oder fast euphorisch bist. Ganz genau. Mhm. Wie ist die Stimmung im Moment? Eigentlich sehr hoch, weil ich habe jetzt auch wieder das letzte Medikament aufgehört, ja. Weil ich sämtliche Nebenwirkungen hatte. Ja. Ja, und dann ist mir aber passiert, dass ich in meiner Wohnung Schimmel entdeckt habe und das in der Messi-Wohnung. Ja. Und ja, jetzt bin ich ohne Medikament. Ach so, und der Schimmel hat dich wieder quasi runtergezogen? Ich bin immer noch oben, aber ich habe diese panische Angst, weil ich jetzt auch momentan kein Medikament nehme, ja. Dass ich jetzt ganz böse wieder falle. Aber hast du denn nicht und das vor Weihnachten? Ich muss eventuell aus der Wohnung raus, ich muss jetzt das Gesundheitsamt reinlassen. Ich bin am Ende. Oder bricht alles zusammen, ne? Mhm. Aber hast du denn jetzt nicht für diesen extremen Fall, für den Notfall, einen ärztlichen Ansprechpartner, wo du schnell morgen hingehen kannst und sagen, dass du zumindest... Ich war da ja heute da und der sagt schon mal, das eine ist nicht heilbar. Okay, das ist ein Psychologe, ne? Ja. Das ist kein Arzt. Das ist ein Psychologe, ja, ein Psychiater. Ein Psychiater, also doch ein Arzt. Muss man ein bisschen durcheinander, kommen wir immer durcheinander. Ist es ein reiner Psychologe oder ist es ein Mediziner? Weißt du jetzt nicht so genau im Moment. Genau, das ist immer, da komme ich immer durcheinander. Ja. Und der hat ja auch dann heute jetzt in der Notsituation nichts weiter sagen können, als das ist nicht heilbar. Das ist nicht heilbar, ich muss ein neues Medikament nehmen. Ja. Aber ja, ich muss halt lernen, damit zu leben.
Wobei, das sind jetzt, was ist jetzt nicht halber? Die manische Depression? Manische Depression, das Messitum, das geht immer unter. Egal in welcher Klinik ich bin, es geht unter. Da kann mir keiner weiterhelfen. Viele wissen damit gar nichts anzufangen. Ja, ja. Viele, die gucken mich an und ja, Messi, die müssen halt eben mal wegwerfen. Mhm. Aber das kann Messi eben nicht. Mhm. Nee, das können die nicht. Das ist wirklich wahr. Und die können mir keine Tipps geben, wo ich ansetzen kann, um das auch mal loszuwerden. Weil das Witzige ist ja, das eine hängt ja mit dem anderen irgendwie zusammen. Ja, das wenn ich in der Depression sitze, kriege ich das Messitum nicht weg. Fange ich aber an und versuche aufzuräumen, falle ich in eine Depression, weil ich es nicht schaffe, weil es einfach zu viel ist. Ja. Ne? Was machst du in deinem Leben sonst? Hast du eine Beziehung? Ich bin berentet. Du bist berentet. Ja. Meine Familie hat den Kontakt ganz zu mir abgebrochen, weil ich passe nicht in ihr Bild. Hast du Kinder? Ich habe 2 Kinder. Wie alt sind die? 13 und 16. Und wo leben die? Das ist auch so eine Geschichte. Die leben zur Hälfte bei mir und zur Hälfte bei meinem Mann. Ach, die leben bei dir noch? Ja. Auch ab und zu? Also zur Hälfte sogar? Ja. Und wie kommen die damit klar, dass es bei euch wie Kraut und Rüben aussieht? Oder bei dir wie Kraut und Rüben aussieht? Es geht, weil es ist halt noch so, es ist nicht so, wie man sich das jetzt im Fernsehen vorstellt, dass man nicht mehr rein kann. Mhm. Aber sie kriegen halt mit, dass ich wenig Kontakt nach außen habe, dass ich ungern jemand reinlasse, weil ich habe eben die Schränke voll und es stehen Kisten auf dem Schrank und im Keller geht nichts mehr rein. Weißt du, Gabi, das Problem scheint mir bei dir zu sein. Insofern bin ich ja jetzt natürlich komplett überfordert, weil du ja schon mit so vielen Fachleuten es zu tun hattest. Ja, aber ich komme nicht weiter. Ja, ich glaube auch wirklich. Ich komme einfach nicht, ich trete auf der Stelle. Ja, keiner kann mir wirklich helfen. Ich sehe das, ich kann das komplett nachvollziehen, dass du sagst, das eine hängt mit dem anderen wirklich zusammen. Und ich würde jetzt so von meinem mehr oder weniger gesunden Menschenverstand aus sagen, man muss erst deine Depression zumindest in irgendeiner Weise in den Griff bekommen, um dann die Messi-Geschichte anzugehen. Würde ich so sagen. Ich weiß nicht, ob ich da recht habe, das würde ich so sagen. Nur hast du schon so viele Dinge hinter dir und hast schon so viel ausprobiert. Das ist mein Problem. Jetzt stehe ich wieder vor dieser Situation, ich muss vielleicht aus der Wohnung raus, das wissen die Kinder auch. Ja. Man versucht mir jetzt das anzuhängen mit dem Schimmel, aber das Haus hat schon Schimmel. Ja. Ich habe total die Panik, dass man mich jetzt wieder in die Klinik stecken will, weil ich es nicht mehr schaffe. Also, pass auf, was jetzt in Sachen Psychologie und Psychiatrie noch an Möglichkeiten da ist, möglich ist für dich, das wird dir jetzt mein Psychologe sagen. Ja. Das ist jetzt eine medizinische Frage, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ja, das ist mir schon. Das andere ist, das werden wir dir auch gleich noch geben. Aber wie ist das mit dem Messi? Ja, genau. Gibt es da vielleicht Mitbetroffene? Genau, da wollte ich drauf hinaus. Es gibt bundesweit Selbsthilfegruppen von Messis, von Menschen, die diesbezüglich betroffen sind. Da werden wir dir auch gleich eine Adresse geben. Ich war schon mal in einer Selbsthilfegruppe hier im Ort, aber da bin ich auch nicht weitergekommen, weil wir haben zwar drüber geredet, aber das war dann auch alles. Aber das hat dem Problem an sich nicht geholfen. Naja. Das Schlimme ist ja, ich kapsel mich ja auch immer mehr ab. Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Deshalb, ja, also wir müssen mal gucken, was wir dir noch an Gruppen anbieten können. Deswegen würde ich dich jetzt gerne bitten, dass du auflegst und mein Psychologe ruft dich an. Es ist wirklich kompliziert. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, ja, aber ich habe 1000 Ausreden, warum er nicht in meine Wohnung darf. Ne? Ja. Wie lange geht das eigentlich schon so mit dem Messi? Eigentlich, solange ich denken kann. So lange? Ich habe das immer verborgen, weil es, wie gesagt, es ist nicht so, dass man nicht rein kann, aber es ist eben ein Messitum da. Ne? Ich habe Zeitschriften von 2000, ich habe sämtliche Klamotten meiner Kinder noch, die Babysachen im Keller und ich habe es immer gerade noch so im Griff, aber ich habe Angst, dass es irgendwann mal nicht mehr geht. Mhm. Ne? Verstehe. Weil ich den Stress mit meinem Mann habe und... So, wir machen das jetzt wie gerade besprochen. Du legst auf, mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und ich hoffe, dass wir dir irgendwie ein bisschen zumindest weiterhelfen können. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Okay. Tschüss, Gabi. Alles klar. Tschüss. Na, eins wollte ich noch mal sagen. Ich habe, wie das damals bei mir anfing mit den Depressionen, bei euch angerufen. Und die Ärzte haben lange Zeit nicht feststellen können, dass es überhaupt Depressionen sind. Ich bin ständig wegen zu niedrigem Blutdruck und so behandelt worden und war kurz davor, ich wollte einfach nicht mehr. Und da habe ich auch bei euch angerufen und da möchte ich mich beim Team nochmal bedanken, weil wenn die nicht gewesen wäre, ich glaube, ich wäre heute nicht mehr da. Oh, das ist aber sehr, sehr schön, dass du sagst. Ja. Freut mich sehr. Allein, dass die mir dann auch, die haben mir Tipps gegeben und gesagt, du bist krank und durch die bin ich an den Psychologen überhaupt gekommen. Ja.
Weil die Ärzte haben mich als Hypochonder schon dargestellt. Also das freut mich wirklich sehr. Und ich hoffe, dass wir dir jetzt auch nochmal vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Das wäre ganz toll. Deswegen habe ich auch nochmal den Mut zusammengenommen und gedacht, ich versuche es noch einmal bei euch. Gell? Alles Liebe, alles Gute. Danke, Domian. Tschüss, Gabi. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt machen wir ein paar kleine Takte Musik und dann kommt das Fernsehen auch dazu. Meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio, sage ich es auch zu euch, zu den Fernsehzuschauern. Wir im Radio haben hier schon angefangen, im Fernsehen ist es ein bisschen später geworden, wir bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid, freie Themennacht heute, wie immer, am Mittwochabend. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann legt los, das heißt, telefoniert oder mailt uns. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Wen habe ich jetzt hier? Ich habe die Katrin hier und Katrin ist 18. Hallo Katrin. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, ich habe folgendes Problem. Mhm. Ich bin jetzt 18 Jahre. Ja. Und ich habe seit 2 Jahren ein Verhältnis mit meinem Schwager. Mhm. Wie alt ist der? Um 32. Seit 2 Jahren schon? Ja. Und wie lange ist der Schwager mit deiner Schwester schon zusammen? Seit 4 Jahren. Oder fast 5 Jahre. Ja. Und ich bin jetzt schwanger und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich bin mitten in der Ausbildung und ich kann auch mit keinem drüber reden. Ich gehe davon aus, dass niemand das weiß. Nein. Absolut niemand. Nein. Also meine beste Freundin weiß es aus Zufall, aber auch nur. Hm. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich mit deinem Schwager eingelassen hast? Also die haben ein Kind bekommen, meine Schwester und mein Schwager. Hm. Und dann war Pinkelfete, so heißt das dann. Was ist Pinkelfete? Das ist immer den Abend, wo das Kind geboren ist, steigt halt eine Riesenparty. Achso, die nennt man Pinkelfete? Ja, ah, ja. Genau. Ah, ja. Und da waren wir dann halt und dann haben wir auch abgesprochen, weil ich bei dem schlafe. Und dann waren wir ziemlich besoffen und dann hat das halt angefangen. Das ist das erste Mal quasi im Suff passiert? Ja, genau. Und jetzt ist das immer mehr reingeflittert. Okay, da kann man ja noch sagen, das erste Mal ist halt dann so passiert, aufgrund des Alkohols und der Stimmung und weiß ich was. Aber warum hat es sich dann weiterentwickelt und warum hast du es auch weitergemacht? Weil er wollte auch immer mehr und er hat auch gesagt, dass er in mich verliebt ist und ich ja auch. Und ja, das ist eine wichtige Frage. Warst du von Anfang an in ihn auch verliebt? Ja, das schon. Das schon. Sehr verliebt. Würdest du sagen, das ist jetzt deine große Liebe? Ja, also ich habe ja eigentlich auch einen Freund. Ach, du hast ja nur einen Freund? Ja, ich habe einen Freund. Und wie lange hast du einen Freund? Den habe ich jetzt seit 1 Jahr. Boah, das ist aber vertrackt bei dir. Ja, seit 2 Jahren eine heimliche Beziehung mit dem Schwager. Ja. So. Seit 1 Jahr auch eine richtige Beziehung. Wieso hast du denn überhaupt die richtige Beziehung dann angefangen, wenn du schon eine Beziehung zu deinem Schwager hattest? Weil ich dachte eigentlich, dass ich das jederzeit mit meinem Schwager beenden könnte. Aber jedes Mal, wenn ich den dann sehe, dann werde ich halt wieder schwach und ich kann einfach nicht Nein sagen. Jetzt bist du schwanger. Wer weiß davon, dass du schwanger bist? Meine Freundin. Das heißt, dein Schwager weiß das nicht und auch dein Freund weiß es auch nicht? Nein, die wissen das nicht. Und woher bist du, was glaubst du, wer ist nun der Vater? Mein Schwager. Woher bist du da so sicher? Also ich bin jetzt im 2. Monat und mit meinem Freund hatte ich noch keinen Sex. Obwohl ihr 1 Jahr zusammen seid? Ja. Wie kommt das denn? Weil ich traue mich das dann irgendwie nicht, weil ich dann immer so ein schlechtes Gewissen habe. Und das macht dein Freund mit?
Ein Jahr kein Sex? Ja, also der fragt mich auch immer, was denn los wäre und so, aber ich kann einfach nicht mit dem darüber reden. Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Nur Händchen halten seit einem Jahr? Na, also schon so, weiß ich nicht, so, also alles außer Sex halt. Was ist alles außer Sex? Was ist denn Sex für dich? Ist Sex für dich nur miteinander schlafen? Also nein. Petting, macht ihr Petting miteinander? Ja, das schon. Das schon, Alter, das ist auch Sex. Mein Gott, du weißt, was Petting Sex sein kann. Ja. Aber du willst nicht, dass er richtig mit dir schläft? Nein, das möchte ich nicht. Und gibt es denn da nicht Probleme, dass er sagt, hier, was ist los und das mache ich nicht mehr lange mit und so weiter? Ja, das schon, aber ich kann nicht mit ihm darüber reden. Weiß denn dein Schwager, dass du einen Freund hast? Ja, das weiß der. Und was sagt der dazu? Ja, der kann dazu auch nicht viel sagen, weil der ist eigentlich verheiratet. Ja, du, er könnte ja trotzdem eifersüchtig sein und sagen, ich möchte das nicht. Ja, also die Mails, also ja, wir schreiben uns ja auch SMS und so, oder wenn ich auf die Kinder aufpassen muss oder so, dann reden wir schon darüber. Aber ich bin dann so eine, die dann auch immer abblockt. Ich kann darüber nicht so offen reden. Aber du musst einen Eindruck haben. Du musst einen Eindruck haben, ob ihm das egal ist, dass du einen Freund hast, oder ob ihm Nein. das, es wurmt ihn schon. Nein, das ist ihm nicht egal, das merkt man auch. Ja. Was sagt er denn? Wie stellt er sich denn die Zukunft vor? Soll das alles, gut, von der Schwangerschaft weiß er jetzt noch nichts, aber wie stellt er sich das denn vor, wie das weitergehen soll? Also er meinte schon, die Beziehung zu meiner Schwester, die ist nicht gerade so toll. Mhm. Das merkt man auch. Und hat ja auch gesagt, dass er die auch verlassen würde, um mit mir zusammen zu sein. Mhm. Möchtest aber du das? Nein, das möchte ich nicht. Das möchtest du nicht, obwohl es dein Traummann ist und deine große Liebe? Ja, aber wenn ich dann schon allein an meine Schwester denke und dann noch an meine Familie und so, dann weiß ich nicht. Da hast du dich aber in was rein verrannt. Ja, und ich... Da hast du dich aber, Katja, der war hammermäßig verrannt. Ich komme da nicht mehr raus. Mhm. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich den dann noch sehe oder so, schon alleine, wenn ich dann auf die Kinder aufpasse oder so, dann... Das muss doch furchtbar sein. Du musst doch ein irre schlechtes Gewissen haben. Habe ich auch. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis eigentlich zwischen den Mädels, also zwischen dir und deiner Schwester, zwischen euch Sehr Mädels? Gut. Sehr gut sogar. Sehr gut, ja. Und die ahnt überhaupt gar nichts, deine Schwester? Nein. Mhm. Und nicht, also wenn man mit Familie zusammen sind oder so, dann sind sie auch ganz neutral. Reden nochmal miteinander und so. Aber was für Situationen, wenn ihr in der Familie zusammen seid, dann müsst ihr beiden, du und dein Schwager, ständig also perfektes Theater spielen, ne? Ja, und die schlafen auch oft bei uns oder so. Also ich habe mal eine eigene Wohnung und in dem Gästezimmer schlafen die dann immer. Und dann wollte ich dann auch immer sehen. Dann versuche ich auch schon immer woanders zu schlafen oder so. Bist du auch ein bisschen eifersüchtig auf deine Schwester, wenn ja, sie schon. Das schon? Ja, das stimmt. So, jetzt muss ich nochmal fragen. Gut, du hast jetzt den großen Gewissenskonflikt deiner Schwester gegenüber. Mhm. Dennoch sagst du, du liebst diesen Mann sehr. Ja. So, jetzt lassen wir mal über deinen Freund reden. Was empfindest du denn für den? Ja, also den liebe ich richtig. Also bei meinem Schwager war es ja... Ach so, den liebst du richtig und den anderen liebst du auch ganz ja, richtig. Ja, das ist so eine Schwärmerei. Aha, gerade hast du es mir noch anders erzählt. Aber ich komme da nicht raus. Also jedes Mal, wenn ich den da noch sehe, dann werde ich auch schwach. Also ich will dir mal was sagen, Katrin. Wenn das nur eine Schwärmerei ist, ne, dann bist du verdammt schwach gewesen in der letzten Zeit, dich auf sowas so einzulassen. Ja. Wenn da die große Liebe mit im Spiel ist, kann ich das ja noch eher verstehen, dass man da irgendwie nicht mehr weiter kann. Wenn es aber nur eine Schwärmerei ist, finde ich das sehr schlimm, was du da machst im Moment. Ja. Du betrügst und belügst deine Schwester. Du belügst und betrügst deinen Freund, von dem du mir jetzt auch noch sagst, dass du den wirklich liebst. Ja, das schon. So, jetzt ist es so verkantet und so verwirbelt alles, dass man ja wahrscheinlich nur noch rauskommt, indem man Klartext bis zum Gehtnichtmehr redet. Ja, aber das kann ich nicht. Davor habe ich viel zu viel Angst. Was kannst du denn überhaupt? Ja, das weiß ich in der Situation auch nicht. Ja, und jetzt bist du auch noch schwanger. Ja. Wieso verhütet ihr denn nicht wenigstens, wenn ihr schon... Das haben wir ja. Ja, jetzt ist es wieder geplatzt, ne? Das Kondom. Ja, ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ja, ja. Du willst das Kind haben? Nein. Nein, du willst das Kind nicht haben? Nein. Da bist du entschieden? Ja. Wegen der ganzen Lügerei? Ja. Jetzt siehst du mal, wie schlimm alles geworden ist. Mhm. Ne? Nicht nur, dass es dein Leben betrifft,
aufgrund deiner Lügerei und deines nicht korrekten Lebens muss jetzt ein anderes Leben dran glauben. Ja. Oder wird ein anderes Leben nicht zum richtigen sich entfalten gelassen? Hm. Das stimmt. So, jetzt musst du doch, das ist doch jetzt so schlimm alles, jetzt spätestens jetzt müsstest du doch sagen, ich bin zwar erst 18, aber immerhin eine junge, aber ganz junge erwachsene Frau. Ich bin volljährig. Ich will jetzt mein Leben in den Griff bekommen. Ich habe verdammt Fehler gemacht. Und die bereue ich auch. Jetzt, von außen gesehen, Katrin, würde ich jetzt sagen, dann ist jetzt das allererste, was du machst, und da will ich jetzt nicht hören, ich kann nicht, oder ich kann einfach nicht, dass du die Beziehung sofort unterbrichst und abbrichst mit deinem Schwager. Mhm. Wenn du mir sagst, das ist nur eine Schwärmerei. Mhm. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass du dich dann wirklich radikal einlässt auf deinen Freund. Ja. Die große Frage ist natürlich, die mich jetzt umtreibt, kannst du mit all dieser Lüge leben, auch wenn du jetzt dein Leben in Ordnung bringst? Kannst du auch, ja, das ist das Problem. Geht nicht. Aber ich habe dann auch Angst, dass dann die ganze Familie auseinanderbricht. Das weiß ich nicht. Mhm. Und wie würde dein Freund darauf reagieren, wenn er das erfährt? Das möchte ich gar nicht wissen, glaube ich. Wie alt ist dein Freund? Der ist 21. Und der glaubt dir und ist offensichtlich auch sehr tolerant und mitfühlend und nett, dass er dich auch nicht mehr unter Druck setzt, was die Sexualität anbelangt? Ja. Mhm. Das klappt soweit schon. Ja. So, jetzt sagst du zu mir, ich kann nicht mit der Lüge leben, aber wenn ich den Mund aufmache, habe ich Angst, dass ich alles kaputt mache. Ja. Also es ist eine komplette Zwickmühle, ne, in der du da lebst. Ja, genau. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht weiter. Also, wie wärst du mit folgender Idee? Dass du zuerst einmal mit deinem Freund redest. Mhm. Du musst es jetzt ausbaden, was passiert. Wenn er dich jetzt alleine lässt und er dich laufen lässt, dann hast du es selbst verschuldet. Ja, das stimmt. Es gibt keine Lösung jetzt, wo du ganz toll da rauskommst und alles läuft wunderbar, neu und anders, als wäre nie etwas passiert. Ja. So, und dann ist die andere Frage wirklich, riskiert man es, dass seine ganze Familie da zerbricht aufgrund dieser ganzen Angelegenheit? Darüber würde ich auch ausgiebigst mit deinem Schwager, das ist immerhin ein erwachsener Kerl von 32, reden. Der hat ja nun auch eine große Verantwortung für seine Familie wiederum. Ich finde es auch völlig unverantwortlich, was er da gemacht hat. Ja, das stimmt. So, und dann müsst ihr beide klären, wie ihr das handhaben wollt. Mit der Voraussetzung, dass das Ganze natürlich unterbrochen wird. Nicht unterbrochen, abgebrochen wird. Ja. So, und dann musst du das mit deinem Schwager besprechen. Wie gehen wir damit um? Wie kannst du damit umgehen? Kannst du es verheimlichen, um die Familie zu retten? Oder ist das so stark in dir, dass du sagst, ich muss es sagen, ich muss mich auch entschuldigen bei meiner Schwester und nehme in Kauf, dass dann alles kaputt geht. Aber ich muss es sagen. Mhm. Das sind jetzt die Optionen, die du vor dir liegen hast. Ja. Aber du musst jetzt handeln und so schnell wie möglich. Mhm. Ich finde auch, dass du ihm sagen solltest, dass du schwanger bist. Ja, das weiß ich nicht. Weil ich möchte das Kind ja nicht haben. Mhm. Also sehr verwickelt, die ganze Angelegenheit. Ja. Jetzt möchte ich aber auch noch, dass du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest. Damit du auch noch eine andere Meinung zu hören bekommst und er vielleicht auch noch einen anderen Aspekt hier dazu beitragen kann. Okay? Ja, okay. Dann legst du bitte auf, Katrin, und wir rufen dich, das heißt mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Heute haben wir eine Freithemennacht und morgen heißt unser Thema Rache und Vergeltung. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr schon Rache und Vergeltung ausgeübt habt. Vielleicht habt ihr aus Rache, Wahnsinn schon Sachen gemacht, die euch sehr leid tun im Nachhinein. Oder ihr habt Sachen gemacht, von denen ihr sagt, okay, das war eigentlich nicht korrekt, aber ich konnte damals nicht anders und ich stehe dazu. Oder vielleicht wart ihr auch schon Opfer von Racheaktionen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt morgen über dieses Thema, dann könnt ihr euch schon über Mail anmelden unter domian@wdr.de. Sonja, 29 Jahre alt. Hallo Sonja. Hallo Domian. Ja, ich grüße dich. Schönen guten Morgen. Schön, dass ich auch mal dazu komme, mit dir zu reden. Dein Thema.
mein Thema ist, dass meine Mutter so eine Art Wahn lebt. Sie glaubt an Hexerei, vor allen Dingen an schwarze Magie. Mhm. Und das macht mir jetzt ziemlich zu schaffen, weil sich das durch die Jahre hinweg so zugespitzt hat, dass sie jetzt mittlerweile glaubt, dass mein Freund, also mein deutscher Freund, ich muss sagen, meine Eltern kommen aus Bosnien und Herzegowina, da ist es auch sehr verbreitet, dass man an schwarze Magie glaubt und da in der Beziehung dann zu Hodjas gehen etc. Was sind Hodjas? Hodjas sind muslimische Männer, die den Glauben lehren, soweit ich weiß. Und die schreiben dann so Briefchen, wo sie dann quasi diese, ja, das verwunschene Kind oder die verwunschene Frau dann irgendwie heilen mit irgendwelchen arabischen Schriften aus dem Koran her. Ah, ja. Und meine Mutter, also ich habe seit 1,5 Jahren jetzt einen deutschen Freund und sie glaubt, sie ist von der festen Überzeugung, dass mein Freund ein weißer Magier ist und er soll jetzt bitte helfen, weil es ja familiäre Probleme gibt, auch bedingt dadurch, weil sie ja ständig diesem Wahn verfallen ist. Moment, sie glaubt, dein Freund ist ein weißer Magier. Ja, das genau. Heißt, das ist ja was Gutes. Ja. 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 Warum glaubt sie das, dass er das ist? Ich weiß es nicht. Aber man könnte, jetzt könnte man dann sagen, okay, soll sie es glauben, wenn es ihr gut tut und wir belassen es einfach dabei. Ja, genau, sehe ich auch so. Aber der Haken ist ja dran, dass sie mich ja ständig damit konfrontiert und sagt, ja, sag ihm, er soll was tun, sag ihm, er soll helfen. Und obwohl ich ihr mehrmals gesagt habe, Mama, weder ich noch er interessieren uns für solche Sachen. Mein Freund ist Informatiker und Physiker, also ein durchweg wissenschaftlicher Mann und interessiert sich kaum für derartige exotischen Sachen, möchte ich mal sagen. Und wenn er ihr das auch direkt ins Gesicht sagt, dass er kein Magier ist und sich dafür auch nicht interessiert, hilft das, nutzt das auch nichts? Ich habe das Gefühl, also auch in Gesprächen mit meiner Mutter, sie versteht ja auch kaum Deutsch. Also meine Mutter lebt zwar seit 30 Jahren hier in Deutschland, spricht aber sehr schlechtes Deutsch und mein Freund kann halt kein Jugoslawische. Was für ein Wunder, ich meine, er ist ja erst 1,5 Jahre mit mir auch zusammen. Klar, aber du könntest dann, ihr könntet ja zu dritt zusammensitzen und du könntest das ja direkt dann dolmetschen, wenn er das sagt. Glaubt sie dir dann nicht, oder? Nein. Ach. Nein, das glaubt sie mir nicht. Sie glaubt eher, dass er das nicht sagen möchte, dass er das kann. Aber innerlich kann er. Ich meine, das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass meine Mutter die komplette Familie damit auseinandergebracht hat. Jetzt sei es im engeren Fall Familie, als auch wie im größeren, dass sie alle Ereignisse, die in der Familie stattgefunden haben, die nicht so gut waren, wie dass ihr Mann sie misshandelt hat, sie geschlagen hat, etc., hat sie immer Außenstehende dafür schuldig gemacht. Verstehe. Jetzt muss ich fragen, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, seid ihr jetzt Muslime oder seid ihr Christen? Nein, wir sind orthodoxe Christen. Orthodoxe Christen. Genau. Jetzt habe ich nämlich gerade so eine spontane Idee. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die Gemeinden in Deutschland sind von orthodoxen Christen. Sind die? Ja. Gibt es aber hier auch, ne? Gibt es auch, ja. Und hat sie hier in Kontakt zu diesen Gemeinden oder zu einer Gemeinde? Nein, das Schlimme daran ist, dass meine Mutter kaum Kontakt hat zu anderen Menschen, außer zu ihren Kindern. Und zwei ihrer Kinder, also meine ältere Schwester und Bruder, haben sich auch von ihr abgewandt, weil sie damit mir nicht mehr klarkommen. Mhm. Ich komme auch nicht mehr klar, weil ich ja langsam schlaflose Nächte deswegen habe, nicht mehr weiß, wie ich damit umgehen soll, also, ob ich jetzt sie zum Psychiater schicken soll und sagen soll, ja bitte geh und mach was, weil sie kommt ja immer zu mir, ich soll was machen, ich aber soll helfen. Empfindet sie sich als krank? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Das ist das Problem. Deswegen hatte ich gerade, ich kann es ja vielleicht trotzdem mal ausdrücken, formulieren, vielleicht mal sehen, was du dazu sagst. War meine Idee, mit einem kirchlichen Würdenträger vielleicht zu ihr zu gehen, den sie respektiert. Mhm. Und dass dieser, ich weiß nicht, nennt man sie auch Pastoren bei Pop. Ja, okay. Pop oder genau. Ich weiß nicht, welchen anderen noch Namen. Okay, das ist ein solcher Mann, ihr das klar macht, dass dein Freund kein weißer Magier ist. Vielleicht hat das eine viel größere Wirkung auf sie und beeindruckt das sie mehr, als wenn du zu einem westlichen Psychiater gehst.
Ja, wahrscheinlich. Meine Mutter geht schon regelmäßig in die Kirche. Sie glaubt auch an Gott. Also ich möchte hier kein falsches Bild herstellen. Aber da wäre das doch eine wunderbare Möglichkeit. Dann kriegt doch raus, zu wem sie geht und welcher Geistliche der Ansprechpartner ist und unterhalte dich mit dem und sucht gemeinsam eine Lösung. Ich werde es versuchen. Also ich hatte einmal ein Gespräch mit so einem Pop aus unserer Gemeinde und es war für mich persönlich sehr enttäuschend, weil ich habe da Hilfe gesucht, weil meine Mutter lässt sich seit Januar endlich von meinem Vater scheiden, also das erste Trennungsjahr erst. Und wir hatten da ein Gespräch, weil wir uns da beraten wollten und es war sehr enttäuschend. Aha. Also es wirklich unterstützenden Worte, es waren irgendwelche Ausflüchte und er hatte auch eine Sitzhaltung gehabt in unserem Wohnzimmer, wo ich gewusst habe, diesen Menschen interessiert das nicht, er möchte nur diese Zeit absitzen und schnell wie möglich weg. Verstehe, dann würde ich natürlich zu dem nicht wieder gehen. Ja, das ist mir klar, nur hier in München beziehungsweise gibt es nur eine Kirche also jetzt serbisch-orthodoxe. Verstehe. Genau. Ja. Schade, weil ich glaube, dass man über diesen Weg oftmals gute Dinge erreichen kann. Gerade vielleicht auch bei Leuten, die eher so in dieser Mystik leben, wie du es dann von deiner Mutter beschreibst, dass man da gar nicht mit einem Arzt drankommt. Nein. Ich habe auch das Gefühl, dass auch diese Pastoren und dass die da, ich weiß nicht, ich glaube nicht, ich bin davon überzeugt, dass auch sie da irgendwie in der Richtung die Menschen in der Hinsicht unterstützen in ihrem Glauben. Mhm. Weil sonst wäre das ja nicht so weit verbreitet in Bosnien-Herzegowina. Ja, gibt es ja auch sehr viele Gläubige, dass die trotz neben ihrer Religion immer noch an sowas glauben. Andere Idee. Sie ist eine Christin, wenn sie auch der christlich-orthodoxen Kirche angehört, aber das ist ja völlig Wurst. Sie ist eine Christin. Ja. Weißt du, was sie über die katholische Kirche denkt oder über die evangelische Kirche? Respektiert sie das oder ist es doch, sie respektiert es. Ja. Sehr, also auch mit Achtung. Ach, das weiß ich nicht. Weißt du, sie glaubt auf jeden Fall an Gott und sie unterscheidet da jetzt nicht, in welche Kirche sie geht. Ja, das ist nämlich erst meine nächste Überlegung. Dass du dann, wenn das über diesen Weg nicht geht, den wir gerade besprochen haben, vielleicht über da bist du ja nun gut bedient in München, über einen katholischen Geistlichen vielleicht gehe. Ich glaube, die katholische Kirche ist eurer Kirche näher als die evangelische Kirche, ne, soweit ich das einschätzen kann. So von den Riten, auch in den Traditionen her. Ja, dass du vielleicht da gibt es ja eine wunderbare Berater auch gerade was diese Thematik anbelangt bei der katholischen Kirche, dass du vielleicht über den Weg gehen, einfach mit einem Geistlichen mal zu ihr gehst, mit einem katholischen Geistlichen. Verstehe. Okay. Die Frage ist, wie ziehe ich mich aus der ganzen Affäre? Weil ich merke, dass ich innerlich durch die ganze Konstellation der Familienkonstellation und dieses Herumgeschiebe wären, was Schuld ist. Mhm. Ich bin persönlich so, ich suche die Schuld zuerst bei mir, bevor ich sie bei anderen suche. Und mittlerweile ist es ja so, dass meine Schwester nicht mit mir redet, mein Bruder redet nicht mit mir, mein Vater ja auch nicht oder ich mit ihm will nicht. Und vielleicht am besten, indem du dich erstmal auf eine gewisse Distanz bringst zu der ganzen Sache. Weil du hast ja nun sehr viel mitgemischt schon bislang. Ja. Und ich glaube, dass in solchen auch vertragten Familiensituationen, es ist immer gut, dass wenn man drei Schritte erstmal zurückgeht und das Ganze erstmal sich wieder ein bisschen beruhigen lässt. Mhm. Ist jetzt so ein allgemeiner Rat, ich kenne ja eure ganze Konstellation nicht, aber ich glaube, dass das, ist auch so meine private Erfahrung, nicht schlecht ist. Gar keinen Streit jetzt um Zaun brechen, um Gottes Willen, nein, aber einfach sich ein bisschen zurücknehmen. Das mit der Mutter vielleicht noch einfädeln und dann eben ein bisschen Abstand nehmen. Ja, am liebsten würde ich mich eigentlich, würde ich sagen, würde ich am liebsten abhauen. Ja. Also ich bin ja schon zum Ammersee abgehauen aus München, weil ich diese ständige Nähe der Person nicht mehr ausgehalten habe. Aber ich habe das Gefühl, ich werde ständig eingeholt. Ständig eingeholt von versuche das doch mit dem Geistlichen. Mhm. Und danach, wenn du das gemacht hast, kannst du auch guten Gewissen sagen, ich habe alles getan und dann ziehst du dich einfach eine Weile raus aus dem Ganzen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute dafür. Ja. Von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Schöne Grüße an München. Ja, danke. Tschüss. Schöne Grüße an Köln. Dankeschön. Meine Lieben, wer ist denn am Samstag bei uns? Am Samstag ist Jürgen Drews bei uns. Der Mann aus dem Kornfeld. Und ich bin sehr interessiert und sehr gespannt auf ihn, denn
Jürgen Driss hat durchaus noch eine ganz andere Seite als nur dieses Ballermann-Image und der König von Mallorca. Am Samstag ist er bei mir hier im WDR Fernsehen um 23.30 Uhr, um 11:30. Und ihr könnt auch anrufen, wieder wie immer samstags, wenn ihr mit meinem Gast, diesmal mit Jürgen Driss, sprechen wollt. Und ihr könnt euch jetzt schon anmelden unter domian@wdr.de, domian@wdr.de. Und hier ist Bianca. Die Bianca ist 19. Hallo Bianca. Ja, ja. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich habe es endlich mal geschafft. Ja. Nee, also ich habe folgendes Problem. Ich bin jetzt in einer festen Beziehung seit fast 10 Monaten. Ja. Und ich habe jetzt seit 4 Jahren ungefähr ein reges Sexualleben. Ja. Und ich bin beim Sex noch nie gekommen. Seit 4 Jahren reges Sexualleben? Ja, und noch nie gekommen. Also wenn ich es mir selber mache, dann schon. Das war natürlich, jetzt wäre meine nächste Frage wäre das gewesen. Ja, also dann klappt es wunderbar. Was ja schon mal gut ist, ne? Ja, deswegen ja. Aber es ist halt bedrückend. Seit 10 Monaten in einer festen Beziehung? Ja. Ja? Wie läuft die Beziehung? Wunderbar. Wunderbar. Ich meine, gut, wir zicken uns halt ein bisschen an, weil wir sind total unterschiedliche Menschen. Ich bin aufgeschlossen, ich rede gerne, ich bin spontan und er ist halt so ein kleiner ruhiger und ja, aber es funktioniert. Ja. Wir sind zwar ziemlich unterschiedlich, aber läuft eigentlich bestens. Weiß er, dass du keinen Orgasmus bekommst beim Sex? Ich habe es ihm 8 Monate lang vorgespielt. Und dann haben wir mal eine Sendung von dir gehört. Und dann meinte ich nur so zu ihm, ja, was wäre, wenn ich das jetzt sagen würde? Ja, ich glaube, dann hätte ich keine Lust mehr auf Sex. Daraufhin habe ich mir gedacht, sagst du es ihm jetzt oder sagst du es ihm nicht? Ehrlich? Er hat denn gesagt, dann hätte ich keine Lust mehr auf Sex? Ja. Und du hast gefragt, wenn ich das jetzt sagen würde? Ja. Und dann antwortet er, dann hätte ich keine Lust mehr auf Sex? Ja, so ungefähr. So ungefähr? Halt drüber, ja. Und das heißt, du hast es ihm nicht gesagt? Doch, er weiß es mittlerweile. Wir haben uns unterhalten, weil ich habe mir gedacht, jetzt nimmst du den ganzen Mut zusammen. Ich habe sowieso schon ein schlechtes Gewissen gehabt wegen ihm und hab's ihm gesagt. Und er hat eigentlich relativ gefasst aufgenommen. Ja. Und er sagte nur, ja, das ist ein Problem, das kriegt man schon in den Griff. Und ich denke mal, das wird unserer Beziehung nicht schaden. So, wie lange liegt das jetzt zurück, dass du ihm das gesagt hast? 3-4 Wochen. 3-4 Wochen. Bemerkst du, dass er sich, wenn ihr miteinander schlaft, dass er sich ein bisschen anders verhält? Er gibt sich mehr Mühe. Ja. Und ich meine, es war vorher schon schön. Unterstützt du das auch, dass du ihn vielleicht, ich meine, du kannst ihn ja vielleicht auch ein bisschen leiten und führen und wie du es am liebsten hast. Du hast ja die Erfahrung, du weißt ja, wie es funktioniert, wenn du es alleine machst. Das haben alle schon gemacht. Alle schon gemacht. Ja, und so. Er gibt sich auch richtig Mühe und er strengt sich ja auch an und es ist ja auch alles wunderschön. Nur, wie gesagt, es passiert bei mir, passiert nichts. Nichts. Gar nichts. Auch nicht ein bisschen. Ich meine, das Gefühl ist ja wunderbar, weil wenn man erregt wird und einem wird warm und ne, man fühlt sich richtig toll. Und aber so Höhepunkt, nie. Hast du schon mal vor ihm masturbiert? Wir haben es mal versucht. Ja. Nur das Problem bei mir ist, ich habe es nicht geschafft. Also ich habe es vor ihm, so als wir im Bett lagen, habe ich es nicht geschafft. Ja. Und dann haben wir uns mal ein Porno angeguckt und dann habe ich es geschafft. Und ja, aber so großartig war da halt nichts. Danach hatte er halt einfach nur ein bisschen Lust auf mich und gut war. Und ja, ja. Nein, ich meine, ob er dich da genau beobachtet hat währenddessen. Hat er das getan? Eigentlich nicht. Nur, wenn wir dann halt mal miteinander schlafen, nehme ich halt auch schon mal seine Hand und zeig ihm halt ungefähr, ja, so kannst du es machen. Darauf wollte ich hinaus. Das haben wir ja alle schon probiert, deswegen bin ich auch total verzweifelt, weil er denkt sich ja jetzt auch die ganze Zeit, entweder liegt es an ihm, aber ich habe gesagt, nee, an dir liegt es nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber weißt du, Bianca, ich will dir erstmal ein bisschen Mut zusprechen. Du hast jetzt 8 Monate Theater gespielt. Ja. Ne? Was ziemlich krass ist. Erstmal so, was die Ehrlichkeit anbelangt, aber auch so, was die Auswirkung auf deine Sexualität. Weil das hat einfach immer eine Verkrampfung zur Folge, wenn man etwas vorspielt. So, jetzt hast du es erst seit 3 Wochen, das ist ja doch gar keine lange Zeit. Du hast 4 Jahre Sex hinter dir und noch keinen Orgasmus gehabt und jetzt seit 3 Wochen spielst du mit offenen Karten. So, das ist noch überhaupt gar keine Zeit, finde ich. Jetzt seid mal ein bisschen geduldig und du auch. Und übt und übt und macht und macht. Ich bin ganz sicher, die Grundvoraussetzungen sind gut. Ihr seid ehrlich zueinander, du kannst mit deinem eigenen Körper schon umgehen. Ihr habt euch lieb, davon gehe ich aus.
Ja, also ich möchte ihn nicht mehr missen. So. Wir sind ja nun auch schon verlobt. Ja, na, siehst du. So, und da bin ich sicher, also da könnte ich schwören, dass das über kurz oder lang, in einiger Zeit, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer, dass es funktioniert. Ihr müsst euch jetzt wirklich nur noch ein bisschen Zeit lassen. Und du auch, nicht, dass du denkst, es muss passieren. Es muss überhaupt gar noch nicht jetzt passieren. Den Druck mache ich mir ja gar nicht. Ich genieße es ja einfach nur. Nur er macht sich mittlerweile den Druck. Dann nimm ihm den Druck. Dann sag ihm das, dass es eben ein bisschen komplizierter ist bei dir und dass es seine Zeit braucht. Und wenn es jetzt in den nächsten Wochen noch nicht passiert, ist es auch nicht schlimm. Sag, locker das Ganze einfach auf. Und führe ihn wirklich. Das mit der Hand ist schon genau die richtige Nummer. Zeig ihm das. Zeig ihm, wie du es gerne magst und wie du es gerne hast. Und zeig es ihm immer wieder und versuch es immer wieder. Es wird funktionieren, ich sag's dir. Ja, nur mein Problem ist halt, wie gesagt, ich meine, auch in den Beziehungen, die ich davor hatte, da habe ich es komischerweise nicht vorgespielt. Und da wussten sie alle von Anfang an Bescheid. Und es hat nicht funktioniert. Wie, du hast es nicht vorgespielt, aber du hast nicht die Wahrheit gesagt? Ja, bei denen davor war es halt meistens so, die haben dann irgendwie gedacht, ja, von wegen, die ist jetzt gekommen, weil die haben sich dafür nicht wirklich interessiert. Ja. Nur er sagte dann schon so von wegen, ja, Schatz, und war schön und hast du denn toll Orgasmus gehabt? Mhm. Und dann dadurch kam das ja erst alles. Ja, aber das ist doch auch wieder ein gutes Signal. Das heißt, du hast einen einfühlsamen Mann und nicht jemanden, der einfach nur mal zapp, rapp, zapp drüber und der sich nicht für die Frau interessiert. Ist doch alles, da musst du jetzt ein bisschen geduldiger sein. Ja. Ja, wirklich. Ja, und, das ist auch nur das einzige Problem, was ich habe. Alles andere läuft ja bestens. Also. Dann würde ich sagen, da kann man ganz optimistisch sein. Wenn das das einzige Problem ist, das kriegt ihr beide hin. Weil, wie gesagt, die Konstellationen gut sind rundherum. Ja. So, und jetzt will ich, dass ihr schön übt die nächsten Wochen. Und ja. Wenn dann ein Feuerwerk abgegangen ist, dann will ich davon erfahren. Ja, mache ich. Und wenn es nicht funktioniert, das rufe ich trotzdem nochmal an. Das machst du. Ne, sagen wir mal so, geben wir mal so eine Zeit bis Februar, okay? Ja, gut. So machen wir's. Okay, danke. Alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund. Ja, danke. Tschüss. Simon, ne? Simon, ja. So albern sind wir nicht, ne? Nennen dich Simon. Nee, die Anglizismen sind jetzt so meins, ne? Schrecklich, ne? Nee. Heute, apropos Anglizismen, heute lief ja bei Pro7 dieses Finale der Popstars. Hast du es gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen, nein. Es geht mir wirklich sowas auf die Nerven. Die sagen ja nicht mehr, wählt den und den, sondern die sagen immer alle, votet den und den, ne? Ich habe gevotet. Wie albern. Aber ja, jetzt zu dir, halt Mann. Die Erbärmlichkeit der heutigen Gesellschaft. Mann, ich sag's dir. Das ist sowas von dämlich alles. Simon, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Adipositas, also Fettleibigkeit. Um Fettleibigkeit? Ja. Leidest du darunter? Ja, sehr eigentlich, ja. Also, so, sag mir mal deine Maße. Wie groß und wie schwer? Also ich bin 1,80 groß und wiege 150 Kilo. Oh ja, das ist eine ganze Menge. Ja, das ist eigentlich zu viel, ja. Ja, kann man sagen. Wie lange schon? Also das eigentlich schon seit immer. Also warst du auch ein dickes Kind? Ja, schon seit immer, klar. Und in der Jugend, so in der Pubertät und dann so immer der Dicke gewesen. Genau, ja. Und wahrscheinlich auch immer Außenseiter, ne? Dicke werden ja doch immer noch gehänselt. Oder? Ja, stimmt, ja, Außenseiter. Und mein Problem ist halt auch, dass ich auch viel im Internet immer surf und versuche da meine Fettleibigkeit halt, oder die Probleme, die sich dadurch ergeben, halt zu überspielen irgendwo. Inwiefern? Weil ich halt eben auch wenig soziale Kontakte habe. Achso, du sagst also, da nicht die Wahrheit im Internet, wenn du chattest. Nee, ich chatte nicht. Also mein Problem ist mehr eBay, also der Kauf von Waren aus Frust, weil ich eben... Ich am Rande bin, möchte ich behaupten. Das heißt, es gibt mehrere Problemfelder. Einmal die Dickleibigkeit und eine gewisse Kaufsucht. Ja, wobei die Kaufsucht, denke ich, halt damit zusammenhängt, weil ich halt echt sehr viele Probleme habe, mit meiner Fettleibigkeit eben. Und auch, ich studiere und... Was studierst du? Libre? Was studierst du? Ich studiere BWL in Hamburg. Ja. Und ich kaufe halt auf eBay sinnlos immer Sachen ein und so. Was denn für Sachen? Ja, also immer nur so Kleinkram, aber das ist halt, weil ich halt in der Uni auch viel gehänselt werde. Ja, in der Uni auch noch? Selbst in dem Alter in der Universität hänseln die Leute nicht? Ja, weil allein die Vorlesungsbänke sind so eng,
dass ich halt mit meinem Gewicht da echt Probleme habe, mich gemütlich einzusetzen. Ich fange dann das Schwitzen an. Und dann sagen die was, richtig? Die formulieren das? Oder merkst du ja, nur so, dass die sich distanzieren also von dir? Formulieren, all das kommt nicht so oft vor, aber man merkt es halt man merkt schon. Es, durch, ja. durch die Gestik, durch die Abwendung, die ein... Verstehe. Das heißt, du lebst isoliert? Ich lebe isoliert, Hast ja, du also einen Freund überhaupt? Ich habe einen besten Freund, ja. Und der hält auch zu dir und dem ist das wurscht, wie dick du bist? Ja, das ist der Basti Lenkel, der ist völlig in Ordnung. Ja. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ja, früher noch, da habe ich so um die 90 Kilo gewogen, also da war ich 18. Ja, aber jetzt so. Seit langer Zeit nichts mehr gelaufen. Ja, die Yvonne hat damals Schluss gemacht, weil ich hab mich halt mehr und mehr isoliert und habe halt ganz, ganz wenig sozialen Umgang mehr. Und jetzt erklär mir, warum bist du so dick? Ja, ich weiß es nicht, also... Na, es gibt ja immer die Möglichkeit, also entweder die ganz einfache, was heißt die einfache Erklärung, klare Erklärung, nicht einfache Erklärung, ist, dass jemand erkrankt ist, dass er einfach aufgrund einer Krankheit, das ist bei dir nicht so. Ich habe keine Krankheiten. Das heißt, du futterst gerne. Ich oder futterst das Frust. Also ich esse gern und viel. Ja. Und ich bin ja auch eigentlich so der umgängliche Mensch, sag ich mal, der sich gerne mit Leuten unterhält, der gerne ausgeht und so, aber... Du klingst auch gesellig, muss ich dir sagen. Du klingst nicht so wie so jemand, so ein Eigenbrüller, der zu Hause sitzt und irgendwie... Ich sage nach die Leute, die mich näher kennenlernen, also es sind halt nicht viele, aber die mich kennen, sagen, geh halt mehr aus dir raus, aber die Beschmähungen und die Beschimpfungen, die man halt erfährt, die gehen, weil ich halt ein sensibler Mensch bin. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Simon ist 1,80 groß und wiegt 150 Kilo, ist 24 Jahre alt und leidet wie Hund darunter, dass er so dick ist. Was tut er dagegen? Ja, also ich habe eine Diät probiert, aber habe ich jetzt auch nicht geschafft. Und schon ein gesellschaftliches Problem, was ich habe. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier allein in Deutschland bin und hier unter Fettleibigkeit leide. Mhm. Also das ist ja irgendwo ein gesellschaftliches Problem, aber irgendwo Anlaufstellen für sowas gibt es doch in Deutschland auch nicht weiter, oder? Ja, das wird ja schon geben. Da das eben so ein großes Problem für viele Leute gibt, gibt es natürlich auch 100.000 Gruppen und Vereine und Kliniken und weiß ich was alles, wo die Leute sich treffen, um dieses Problem zu lösen. Nee. Aber hallo, also das ist ja nur eins der größten... Ja, da magst du recht, aber ich war schon mal in so einer Beratungsstelle, also das war so diakonisches Werk. Mhm. Da war ich dort und da haben sie gemeint, ja, ich soll es erstmal selber mit Diät probieren und wenn nicht, dann müsste ich das dann selber finanzieren. Also, mir drängt sich natürlich auch die Frage auf, erstmal sollte man natürlich auch es alleine mal versuchen oder mehrfach versuchen. Wenn du sagst, ich habe einmal meine Diät gemacht, sag ich dir, ist zu wenig. Mach zweimal eine Diät oder mach dreimal eine Diät oder fünfmal eine Diät. Ja, und wenn das alles nicht klappt, dann suche dir ärztliche Hilfe und geh mal für eine Weile in die Klinik. Und macht das alles unter ärztlicher Aufsicht. Ja, aber das kann ja keiner bezahlen. Was ist da los? Ich bin jetzt aus Versehen an diesen schlechten... Moment mal bitte. Das ist so ein Weihnachtsschlumpf, wenn du kennst. Ach so, da hast du da rumgespielt. Wenn du da drauf kommst, dann fängt das Ding an. Tut mir leid jetzt. Und jetzt kriegen wir den nicht mehr ruhig, oder was? Ja, jetzt ist er ruhig. Ja, gut, über die Kosten, da muss man überlegen. Bei der Dramatik, die du bei dir geschildert hast, bin ich mir nicht so sicher, ob die Kassen dir da nicht auch, ob die das nicht unterstützen. Aber ich merke, ich bin ja nicht mal privatversichert. Ja, aber ich merke, egal. Heutzutage, wenn man nicht privatversichert ist. Dennoch. Also so schlimm ist es alles auch noch nicht. Ich merke aber, dass du dich auch noch nicht sehr schlau gemacht hast. Du lässt dich auch sehr gehen, ne? Ja, mehr oder minder, ja. Wie viel Pizza am Tag? Ja, Pizza jetzt nicht. Naja, weil... Ich esse halt viel Fastfood und so, aber... Ja, aber guck. Mit 150 Kilo ist man heutzutage ja jetzt nicht so der riesige Problemfall, würde ich jetzt behaupten. Ja, das muss man dann erstmal sehen. Ich finde, dass der erste Schritt ist deine Eigeninitiative. Du musst etwas tun und du musst diszipliniert sein, so wie alle Leute, die irgendwie ein Problem haben, erstmal, finde ich, selbst damit versuchen sollten, umzugehen. Und dann ist der nächste Schritt, sich Hilfe von außen zu suchen. Es ist ja eine Frage der Disziplin. Und wenn du wenn du sagst, ich bin so ein Fastfood-Junkie, dann reduziere erstmal das Fastfood. Du musst ja gar nicht hungern. Es gibt ja nun tausend andere Sachen, wo man nicht hungert und trotzdem nicht so viel Kalorien zu sich nimmt. Ach, ich weiß,
das ist unglaublich mühsam. Ich rank und schlanker Mensch, habe da natürlich gut reden, das ist mir völlig klar. Aber man muss es selbst versuchen. Ja, ich habe ja noch einen guten Kollegen, also er ist mehr oder minder auch mal mein Mitbewohner. Ja. Und der versucht es mir auch, der ist gerade auch hier. Ja. Also, aber der schüttelt auch nur den Kopf, also was du jetzt sagst, weil er halt meine Problematik sieht. Ja, also wenn du so außerstande bist, mit dir selbst das allein in den Griff zu kriegen, dann musst du raus, dann musst du dir Hilfe holen. Wo du dir Hilfe holen kannst, sagen wir dir jetzt gleich gerne. Ja, aber wenn ich kriege ja von meinen Eltern schon Hilfe, ich bekomme von meinem besten Kollegen Hilfe und Hör mal, du sagst mir immer zu aber und aber und aber. Ich sage, setz dich auf deinen Hintern und tu was. Da sagst du aber. Dann sage ich zu dir, geh raus und hol dir Hilfe, professionelle Hilfe. Wir geben dir jetzt noch Anlaufstellen. Da sagst du aber. Also du musst schon selbst ein bisschen dich da auch unter Dampf setzen. Kann ich dir mal kurz den Kalle geben, weil der schüttelt auch dauernd. Ja, gerne. Das ist dein Mitbewohner. Ja, das ist mein Mitbewohner. Ja, klar, gerne. Ja, hi Domian. Ja, hallo Kalle. Du bist der beste Freund und Mitbewohner von Simon. Genau so ist es. Und du schützt den Kopf bei dem, was ich sage. Nicht bei dem, was du sagst, was er sagt. Ah, da haben wir es. Da haben wir es. Ich gehe da eher also wirklich so in die Richtung wie du. Es ist, man muss das mal erleben, wie er hier sein Zeug macht. Mhm. Ja? Mhm. Also gerade die Computer ist wirklich, möchte ich sagen, praktischer als er die jetzt schildert. Ne? Ja. Also er hängt da den ganzen Tag davor. Und das geht von sinnlosen Spielen im Internet bis hin zu eBay und also du meinst auch, dass er sich viel zu sehr gehen lässt und hängen lässt? Auf jeden Fall, also ich denke, er sucht da den Trost irgendwo darin und ja. Und also sind wir beide einer Meinung, ne? Auf jeden Fall, ich meine, er geht ja auch, also er hat ja nicht so deutlich gesagt in Chatlines und ja. Also was weiß ich, er plaudert da mit fremden Leuten und ja. Und das gibt sich also als 80 Kilo-Mann aus oder so. Na, so ungefähr, sagst du, ist er so und er hätte, er wäre gut gebaut, er hätte den, also wirklich so 26 Zentimeter Penis und also was weiß ich so. Also wirklich alle Vorzüge, die du jetzt so kennst. Ja. Oder also Kalle, blöd an vielleicht, ne? Unterstütz ihn bitte in dem noch, was ich vorhin auch zu ihm gesagt habe, und wir werden ihn gleich noch ein bisschen versorgen mit ein paar Adressen und Telefonnummern, wohin er sich wenden kann. Letztendlich muss er es natürlich selber machen. Ne? Mach ich auf jeden Fall. Ich gebe dich nochmal schnell. Ja, danke schön, Kalle. Tschüss. Mach's gut. Jo, tschüss. Jo. So, Simon, jetzt gebe ich dir, wirst du gleich von meinem Psychologen angerufen. Jo. Nicht um ein großes psychologisches Gespräch zu führen, sondern um einfach ein paar Anlaufstellen zu kriegen. Und der Rest ist dein Bier. Da musst du ran. Musst du selbst ran. Mhm. Wie dein Freund Kalle auch sagt. Ja. Ne? Sonst, du bist erst 24, willst du mit 44 noch 50 Kilo drauf haben und völlig vereinsamt irgendwo zu Hause alleine rumhängen? Ist doch grauenhaft. Ja, hast du wahrscheinlich recht, ja. Dann ist dein Freund Kalle, ist dann unter der Haube, der hat eine Familie und du sitzt ganz allein da in der Welt. Ja, das ist ja immer das, weil der ist auch schon lange liiert und so. Ja, haben wir's. So, du legst auf, wir rufen dich zurück. Jo, kann ich noch kurz den Kalle Hösrich grüßen? Ja, jo, grüß dich mal. Tschüss. Das finde ich immer sehr lustig, wenn die Leute grüßen, die in der Wohnung sind. Also Kalle saß ja jetzt neben ihm. Aber okay, egal, das ist schon okay. Wen haben wir jetzt noch? Hier haben wir noch Samantha. Hallo. Samantha. Hallo, Samantha. Hallo. Und ich habe mich in der Zeit verguckt, entschuldige bitte. Wir haben kaum mehr was, nicht mehr viel Zeit. Aber egal, leg mal los. Und zwar, es geht darum, ich habe einen Freund schon seit 2 Monaten. Ja. Und es ist so, ich fühle mich ein bisschen unterdrückt von ihm, weil er ständig zu mir sagt, er möchte mit mir Sex haben. Ja. Und ich möchte das halt noch nicht haben. Ja. Und dann, das belastet mich halt auch schon. Ja. Und er droht dann halt auch immer damit, dass er Schluss machen möchte und das will ich halt auch nicht. Weißt du, dass ich in so einem Fall immer eine ganz klare Meinung habe, eine ganz klare Antwort. Man darf sich nicht unter Druck setzen lassen in Sachen Sex. Wenn man, wie in deinem Fall, wenn du mit deinen 16 Jahren noch sagst, ich bin noch nicht so weit, ich möchte das noch nicht, dann muss der Freund das akzeptieren. Und das ist auch ein Zeichen der Liebe. Wenn er dich wirklich lieb hat, dann wird er sich auch drauf einlassen. Wenn er dich anfängt, dich unter Druck zu setzen, ist das nicht in Ordnung. Also ich würde mich da null unter Druck setzen lassen an deiner Stelle. Und selbst wenn du ihn dann verlierst, das ist dann vielleicht sehr traurig. Aber dann zeigt das aber auch, dass er dich nicht wirklich lieb hat, finde ich. Ja, aber ich liebe ihn halt und ich möchte halt auch nicht, dass es halt jetzt wirklich Schluss ist.
Ihr seid 2 Monate, sagst du, ne, zusammen? Mhm. Ja, das ist ja auch noch nicht lange. Ist da noch gar nichts gelaufen zwischen euch? Ja, also wir machen halt schon noch so ein bisschen rum und kuscheln halt, aber mehr ist halt nicht. Wir kennen uns halt auch schon länger. Ja. Wir haben halt auch früher schon zusammen im Sandkasten gespielt und so ist es also, nicht. Aber halt, keine alte Liebe. Wir sind halt erst seit 2 Monaten zusammen und... Verstehe. So, jetzt geht die Sendung gleich vorbei. Aber wir werden dich sofort nochmal anrufen, nachdem die Sendung zu Ende ist, okay? Okay. Dann legst du jetzt auf und wir rufen nochmal an. Okay. Okay, bis gleich, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik, Gunnel Blendin. Morgen heißt unser Thema Rache und Vergeltung. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss. 2 Uhr, Kiew. Nach dem Kompromiss im ukrainischen Parlament sollen die Demonstrationen in der Hauptstadt aufhören. Oppositionsführer